Fischbrötchen jetzt selbst ist nicht unbedingt meins und ich bin ja Süddeutscher, sagen wir mal so. Na, und als Österreicher essen wir einfach gerne die Brezel. Klar, Innenverteidiger, wenn ich Torwart sagen würde, wäre ich glaube ich falsch am Platz, aber das habe ich von Anfang an gespielt, schon als kleiner Junge, ich war der Größte, haben gesagt, du spielst hinten drin. Berge brauche ich auch zum Skifahren, das macht mir schon Spaß, zum Wandern jetzt eher weniger. Das Meer, wie gesagt, ist natürlich auch schön, wenn man da ein bisschen entspannen kann. Ich war bei großen Traditionsvereinen wie Sparta Prag damals, wie mein Heimatverein Linz oder Austria Wien und so weiter. Das waren alles Traditionsvereine und das ist schon schön. Also die Ehefrau natürlich. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr glücklich verheiratet mit ihr. Haben auch eine kleine Tochter, deswegen geht es über die Familie, geht momentan nicht viel. Ich glaube, das ist der entspannteste Fußballer, den ich so oder Kollege, den ich je so gesehen habe. Also kommt ganz locker immer rüber und mit seinem Akzent muss ich natürlich auch immer ziemlich lachen. Ich hatte jetzt auch die letzten anderthalb Jahre einen österreichischen Trainer in Erfurt. Und da erinnert es mich natürlich voll dran, wenn man dann wieder den Akzent hört und die ganzen Schimpfwörter auf Österreichisch. Das ist natürlich auch ein Highlight, muss ich sagen.